Stell dir vor, du kommst zum Fotografen und sagst, ich hätte gerne ein Foto von dir. Und der Fotograf sagt, ja, kann ich gerne machen, kostet so und so viel. Ja, super, dann machen wir das doch. Dann stellst du dich vor die Kamera. Dann sagt der Fotograf, dann lächel mal schön und dreh deine Schulter und guck bitte nach unten und du hast irgendwie das Gefühl so, ich fühle mich total unwohl in meinem Körper, aber da gehen wir jetzt mal durch und dann machen wir das und dann wird das wohl ein gutes Bild sein und ich lache und je mehr du darüber nachdenkst, wie du vor der Kamera wirkst, desto beschissener wird die ganze Sache. Apropos, wenn ich solche Wörter benutze, dann versuche ich das nur, um Kontraste zu schaffen. Ja? Es gibt aber eine andere Möglichkeit. Mal angenommen, du machst dir selber ein gutes Bild von dir. Was passiert im Außen? Dann macht sich vielleicht jemand anders auch ein gutes Bild von dir. Machst du dir aber ein schlechtes Bild von dir selbst, wie soll denn der andere dich gut sehen? Also wenn ich morgens aufstehe und sage, Mann, was für ein Tag, es regnet draußen, ich bin schon zu spät, bestimmt gibt es wieder Stau, merke ich jetzt schon. Das ist irgendwie, also ich spüre in meinem Körper, das fühlt sich nicht gut an. Deswegen höre ich jetzt damit auf. Wenn ich aber morgens aufstehe und denke, geil, ich freue mich. So viele liebe Menschen, die heute hierher kommen, die für mich hierher kommen, beziehungsweise für sich selber hierher kommen, aber hierher kommen zu mir, die mich gar nicht kennen, die mir diesen Vertrauensvorschuss geben. Und es ist zwar grau draußen, aber ich mache mir die Sonne innen mal an, weil ich stelle mich unter die Dusche, dusche mal kurz heiß und danach dusche ich 2 Minuten kalt und fühle mich danach total erfrischt. Und vielleicht meditiere ich morgens noch ein bisschen, um mir einfach gute Gedanken zu machen und um mir zu überlegen, wo möchte ich denn in 2 Jahren sein? Dann fühlt sich das in mir noch in mir ganz anders an. Der Tag ist aber der gleiche. Ich habe 24 Stunden, draußen ist immer noch das gleiche Wetter, der Stau ist immer noch da oder nicht da, das ist egal. So, und wenn ich mit so einer Haltung, also diese innere Haltung verändere, mit dieser Haltung vor die Kamera trete, ja, du kennst das, wenn du deine YouTube-Videos aufnimmst und vor die Kamera gehst, dann wird das vermutlich auch ein anderes Bild nach außen gehen, weil ich vielleicht nicht so verkrampft aussehe, weil ich vielleicht nicht so enge Schultern habe, sondern ich einfach viel, viel offener bin. Und was ich eben mache, ist Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht selber so auf diese Idee kommen, vorher vor die Kamera zu holen und bevor sie vor die Kamera gehen, zu coachen, zu trainieren, dass sie nachher, wenn sie vor der Kamera stehen, leuchten und in ihrer Kraft sind. Denn ich sage immer, es gibt nicht genügend Licht dieser Welt, um dich zum Strahlen zu bringen. Zum Strahlen kommst du von alleine, wenn du bei dir bist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist die integrale Porträtfotografie. Ich erzähle euch das deswegen aber, damit ihr eine Idee habt, wo ich herkomme, wo ich jetzt bin und vielleicht auch später noch, wo ich gerne hin möchte, wenn euch das interessiert.